Hallöchen, so nächstes Video. Dieses Ding da, die Schwengelpumpe. Ich habe leider keinen Weitwinkel. Da muss ich erstmal die Ledermanschette oder was das ist, tauschen. Werde ich jetzt noch mal auseinanderbauen und dann gucken wir mal. So, ich habe ja schon gezeigt, ne, mit Pumpe. Ich habe hier schon, wo sind denn da, schon mal so weit abgebaut. Hier ist der Kolben. Ich hoffe, man kann das erkennen. Ich versuche das mal zu zeigen. Hier, da muss die wieder drauf. Die muss da rein. Die Ledermanschette. Die ist nämlich kaputt, da ist keine mehr da. Ich habe das schon vor 2 Tagen, habe ich da mal WD-40 reingehauen. Weil das muss ich hier oben abschrauben. Aber das löst sich noch nicht. Ich habe jetzt Hammer und so weiter, muss ich mir noch, habe ich schon mitgenommen. Der Stifter, der Bolzen hier, der war so durch. Da vorne dran, hier, ist auch schon ganz schön rausgearbeitet. So, jetzt zeige ich euch noch mal das andere. Hier liegt das andere Ding. Da ist lauter Rost drin. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ich habe bloß keine Drahtbürste. Das müsste aber trotzdem funktionieren. Es ist relativ glatt. Es sind zwar ein paar Pickelchen, aber macht nichts. Und hier ist der Rest. Da geht das nach unten runter. Hier, ich habe da für die Bohrmaschine habe ich so eine Drahtbürste. Da kann ich auch ein bisschen rumgehen. Das ist aber nicht so schlimm hier. Der ist auch noch nicht so schlimm. Die Dichtung, ja, sieht relativ okay aus. Die brauche ich auch nicht so unbedingt. Ich habe noch ein Rückschlagventil hier unten drin. Und mit der Dichtung. Und mit der Dichtung. Das ist die alte Dichtung. Die ist schon hier gerissen. Und das ist die neue Dichtung aus dem 3D-Drucker. Passt gut drauf. Ist so ein flexibles Filament. Das ist jetzt Shore-Härte A95 oder 95A. Vielleicht noch ein Ticken weicher hätte es gekonnt, weil das ist hier so silikonartig. Aber ich denke mal, das wird hinhauen. Das soll ja nur ein bisschen abdichten. Gut, ich werde das jetzt mal auseinanderbauen, den Kolben. Ich habe noch Rostlöser mitgenommen. Und versucht den mal auseinander zu kriegen, dann melde ich mich wieder. So, ich komme mal wieder andersrum. Jetzt habe ich das hier auseinander, auch mit der Drahtbürste, soweit ich das konnte, sauber gemacht. Einmal da, auch von drinnen. Ging doch relativ einfach, den Bolzen. Da, die kommt jetzt da drauf. Das ist der Rest von dem. Kein Wunder, da kommt nichts mehr, da kann nichts mehr pumpen. So. Hier, das habe ich soweit sauber gemacht, mit dem Teil halt, mit der Hand so hier rum. Und bei der Dings hier komme ich ja nicht rein, aber ich habe hier mal die Fläche so ein bisschen sauber gemacht. Da drinnen komme ich nicht rein, da, ja, das funktioniert nicht, kann ich nichts machen. Naja, muss ich mir mal Drahtbürsten besorgen. Ich baue das jetzt mal zusammen und dann sehen wir uns wieder. So, da bin ich wieder und sie geht wieder. Ich kann nur nichts sehen, ob ihr das sehen könnt. Sie geht wieder. Das ging vor, nämlich nicht mehr. So. Dann danke fürs Zugucken. Nächste Video folgt.